Ich weiß nicht, aber ich vermute, es ist das der einzige Roman, jedenfalls in deutscher Sprache, zur Kommune. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Gut, es ist ein riesiger Stoff. Aber man kann in Paris, als ich da recherchierte, noch ganz viele Spuren der Kommune finden. Und es gibt einen Barrikadenplan von Paris, der übrigens auch in den Marx gesammelten Werken enthalten ist. Ich glaube, in dem Band eben dem auch der Bürgerkrieg in Frankreich ist ein wunderbarer Text, literarisch wie politisch, wie analytisch. Gibt es eine Barrikadenkarte, die habe ich mir vergrößert und bin damit durch Paris gegangen und habe versucht, mir die Schauplätze vorzustellen, ein räumliches Gefühl zu kriegen für die Kämpfe in den Straßen von Paris und für die Art, wie sich die Auseinandersetzung zwischen den Versailler Regierungstruppen, der preußischen Armee und dem aufständischen Paris abspielte. Das hat mich sehr beeindruckt und das Interessante war, dass alle Orte noch oder ganz viele Orte, natürlich getüncht und saniert, aber im Prinzip erhalten waren wie damals, weil die große Sanierung und der große Umbau von Paris durch Osman schon längst passiert war, 51. Und die Pariser Kommune, diese erste proletarische Revolution der Neuzeit, stattfand in dem so veränderten Paris, das im Kern heute noch so erhalten ist. Man alle Wege verfolgen konnte. Und die grundsätzliche Idee zu dem Roman entstand eigentlich bei einem langen Spaziergang am Meer auf der Nordseeinsel Amrum, einmal um die Nordspitze rum, wer da schon war, weiß, wie lang das ist. Und das pustete den Kopf frei, der Wind am Meer und verschiedene Ideen in meinem Kopf setzten sich zusammen und ich überlegte und fand in diesem Buch dann, in der Arbeit daran, dann Antwort auf die Frage, was war eigentlich um 1870, 71 herum der größtmögliche Gegensatz in Westeuropa? Und mir schien es so zu sein, dass der preußische, ostelbische, aber thüringische Adel und dieses rückständige Land vor der Reichsgründung der größtmögliche Gegensatz, vor allem seine Eliten, war zu dem aufständischen Paris. Und der Hass der Eliten auf die französische Revolution 80 Jahre vorher, und jetzt auf die Pariser Kommune wieder aufgewärmt war, die größte Furcht war, dass der revolutionäre Gedanke sich in Köpfen von Menschen nach Deutschland bewegen konnte. Es gab zum Beispiel, was kaum bekannt ist, es gibt viele kleine Geschichten, die es zeigen, wie Preußen oder das neue Deutsche Reich versucht, mit Geheimdiensten, mit Militär, mit Polizei zu verhindern, dass fliehende Revolutionäre aus dem sterbenden Paris über den Rhein kommen. Also die Bahnpolizei wird verstärkt, die Kontrollen an den Bahnhöfen zum Deutschen Reich. In Deutschland ist die Pariser Kommune und was sie bedeutet geschichtlich nie wirklich bekannt geworden und man fängt immer an mit dem Ersten Weltkrieg. Aber dieser große deutsch-französische Krieg, den Preußen provoziert hatte, auch wenn Frankreich offiziell die Kriegserklärung aussprach, war Deutschland sehr viel besser vorbereitet auf den Krieg, was die Bahnstrecken angeht, die Vorbereitung der Truppentransporte, als Frankreich. Und der Krieg spielte sich fast ausschließlich auf französischem Boden statt. Und dort kann man schon sehen, dass der größte Hass des preußischen Militärs, nicht nur den Frauen in Paris, die kämpften und eigene Barrikaden hatten und auch schossen und sich wehrten und rote Fahnen trugen, war, sondern jeder zivile Mensch, jeder Nicht-Militär, der in den Dörfern verhindern wollten, dass preußische Armee Kirchen abbrannten, Dörfer abfackelten, die Dächer ansteckte, Zivilisten ermordeten. Und der große Hass galt jenen, die sich ohne eine reguläre Uniform zu tragen gegen preußisches und deutsches Militär wehrten. Die wurden niedergeschlachtet. Also diese Franc-Tireur, Freie Scherler, war sozusagen die frühe Partisanenbekämpfung, wie man das dann später im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront wiederfand. Die Mentalität blieb die gleiche gegen kämpfende Frauen, gegen Zivile, die sich wehrten. Also einfach der überfallende Herrenmensch hatte einfach das Recht, sich angemaßt alles zu bestimmen und niederzukartätschen und den eigenen Herrschaftsraum zu erweitern. Das zieht sich durch und ich finde, der deutsch-französische Krieg und als sein wirkliches Ende, das Massaker an dieser wunderbaren Revolution in Paris, der Pariser Kommune, da muss der deutsche Blick auf die eigene Geschichte deutlich erweitert werden. Das ist geradezu rückständig,
diesen Krieg und die Folgen und das Eingreifen des Deutschen Reichs und die Gründung, diese demütigende Gründung des Deutschen Reichs im Spiegelsaal des Versailler Schloss, ist natürlich der Vorläufer zu den später dann so geschmähten Friedensverhandlungen, die die Alliierten Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg aufzwangen. Dass da eine Voraussetzung lief, also dass Frankreich massakriert worden war, dass es gedemütigt war durch die Krönung des deutschen Kaisers im Versailler Spielsaal und dass dann 5 Milliarden Goldfranc Frankreich abgepresst wurden, die Anschubfinanzierung für das deutsche Kapital nach der Reichsgründung waren. Wie viele Chemiekonzerne, wie viele Banken haben geboomt und neue Plünderungen, Kolonialgeschichte, Raubbau bis in den Nahen Osten und in afrikanische überfallene Staaten, die dann kolonisiert wurden. All das wurde mit diesem Sieg möglich. Das hatte Bismarck exzellent geplant und die Deutschen haben es fast alle vergessen.